Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der LS19R, gerade in der Alpine Challenge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier seht ihr die ganze Heuflut. Da ist eine ganze Menge an Heu, beziehungsweise noch Gras. Wir sind hier natürlich stark am Arbeiten. Und ich hoffe natürlich, dass wir das relativ gut hinkriegen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Heu ist hier oder noch nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das schon Heu ist hier. Ne? Ich gehe mal stark davon aus. Ich kann es gerade nicht erkennen so wirklich. Ne? Ich denke mal, hier wird er neu machen müssen. Das sieht nämlich frischer aus. Wesentlich frischer hier. Dass er hier neu starten muss. Ich mache es aus. Ja. Sieht man auf jeden Fall eine farbliche Veränderung, glaube ich. Sehe ich so, ne? Kriegen wir hin. Gut, der ist am Mähen, das ist sehr gut. Der ist am Wenden. Der hier steht hier rum und tut gar nichts, der Fendt. Ach, wir haben den Silagebein gefunden. Coole Sache, wir haben den Silagebein gefunden. Den verlorenen Silagebein, der ist aufgetaucht. Sehr geil. Gut, koppeln wir das mal ab, das Ding. Beinpresse würde ich auch direkt mal abkoppeln. Dann holen wir uns hier das eine Ding hier. Den Ballensammler hier, Autostackwagen. Dann werden wir mal eben hier die Ballen aufsammeln und zum Pferdestall bringen, würde ich sagen. Kriegen wir hin. Mit 500 PS sollten da weit kommen, Leute, oder? Ich denke mal, mit 500 PS kommen wir auch weit mit, ne? Gehen wir davon aus. Ich gehe mal davon aus, Leute, ne? Da sollten wir mit 500 PS schnell vorankommen. Das sollte funktionieren, ne? Okay. Nächsten Ball. Können wir die hier aufnehmen, ne? Kriegen wir hin. Da hinten auch direkt noch. Und hier die nächsten Ballen. Da haben wir hier Heuballen ohne Ende, Leute. Guckt euch das mal an. Heuballen ohne Ende, Wahnsinn. Wir brauchen die nächsten Wochen im Prinzip keine Heuballen mehr holen. Da haben wir definitiv genug erstmal, ne? Da haben wir definitiv erstmal genug. So, der Wagen ist voll, Leute. Der Wagen ist voll. Transportstellung. Ballenwagen zuklappen. Ah, okay. Das ist das, was ich wollte. Ballenwagen zuklappen. Dann haben wir zu den Pferden. Und das Ding dorthin stellen, oder die Ballen dorthin stellen. Ne? Nur wohin? So viel Platz haben wir auch nicht, ne? So viel Platz haben wir auch nicht. Okay, werden wir mal gucken. Kriegen wir schon hin. Werden die, denke ich mal, hier dran stellen. Die Hecke dran stellen, ne? Werden wir, denke ich mal, so machen.
Dann werden wir uns die Ballen nach und nach da wegholen, ne? Ich denke mal, das ist eine gute Möglichkeit hier. Wir kriegen jetzt gerade Heu ohne Ende, Leute, ne? Heu ohne Ende. Wahnsinn. Das ist verdammt gut für uns, ne? Mehr als verdammt gut. Aufklappen. Aufklappen. So, einmal die nächsten beiden greifen. Egal, nehmen wir den nächsten Ball. Wenn der nicht will, dann will er nicht, ne? Dann werden wir den nächsten Ball greifen hier, ne? Aber wir fahren von der anderen Seite aus dran. Wäre auch unmöglich. Aber gut, schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, wann der Waldrevier frei ist. Dass wir mit dem weiterarbeiten können. Weil der kostet mir zu viel. Kostet mir ein bisschen viel, ne? Aber gut. Dafür ist er gut. Dafür ist er gut. So, sehr schön. Einmal runterlassen, sehr gut. Nächsten Ball aufnehmen. Den nächsten Ball aufnehmen, ne? Das ist verdammt heftig, was hier an Zeug jetzt gerade zusammenkommt, Leute. Also Heuprobleme haben wir garantiert nicht mehr. Das sage ich euch. Heuprobleme sollten wir garantiert nicht mehr haben, Leute. Garantiert nicht mehr. Gut, kriegen wir alles hin, ne? Kriegen wir alles hin. So. Ich wollte mir den anderen Dings besorgen nochmal. Weil der ist ein bisschen umständlich, finde ich. Der ist ein bisschen umständlich, meiner Meinung nach. Ich finde den anderen besser. Ja, er ist nicht geil vom Prinzip her. Aber der andere ist angenehmer. Wollen wir uns gleich mal reinholen noch. Weil wir einfach der Reihe nach fahren können. Hier können wir einfach der Reihe nach fahren und brauchen uns hier nicht
irgendwas zu überlegen. Ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal, kriegen wir da hin. Kriegen wir definitiv irgendwie hin. Hoppala. Hoppala. Hoch. Danke. Aber das funktioniert auf jeden Fall mega geil. Finde ich richtig, richtig klasse, Leute. Gefällt mir. 3 Uhr, wie viel Euro sind bei den Eiern zusammengekommen? 4.600, 6.600 für die Milch, in Ordnung. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin, ne? So. Heu ohne Ende, Leute. Wahnsinn, ne? Echt Wahnsinn. So, wir werden jetzt uns den anderen beiden Wagen mal holen, den Autostickwagen, den anderen, ne? Den werde ich auf jeden Fall mal versuchen zu nutzen. Ich glaube, der andere ist einfacher. Ich glaube, der andere ist wesentlich einfacher. Okay, werden wir mal probieren, ne? Wo sind die anderen Geräte? Der ist immer noch im Main, Leute. Und der andere ist hier fleißigst am Wenden. Wahnsinn. Läuft auf jeden Fall. Läuft verdammt gut. Wir haben hier eine ganze Menge Zeug dann dadurch zusammengekriegt. Das ist richtig heftig. Das ist richtig heftig, Leute. Aber gut. Werden wir mal gucken. Hier ist erntereif. Das ist gut. Das heißt, wir brauchen den Kipper hier unten. Können wir direkt den Helfer losjagen? Wir brauchen den Kipper hier unten. Helfer raus. Können wir eben noch auf Seite setzen. Den anderen werden wir hier zu Ende wenden lassen. Wir brauchen jetzt die Geräte, Leute. Wir brauchen jetzt die Geräte. Auch wenn hier noch was zu mähen ist, ist aber nicht mehr viel. Wir haben jetzt eine ganz große Fläche gemäht. Das ist verdammt viel Zeug zusammengekommen. Das ist richtig geil. Und das können wir definitiv gebrauchen, Leute. Definitiv. Also mit Heu sollten wir erstmal ausgesorgt sein, ne? Toll, sollten wir erstmal ausgesorgt sein. Wir werden den Dings zusammenklappen hier. Frontmehrwege werden wir auch zusammenklappen. Werden wir die Geräte hier hinstellen. Wir brauchen jetzt definitiv den Kipper, Leute. Unter allen Umständen. Und jetzt müssen wir uns ranhalten, ne? Kipper, wo ist der Kipper? Der Kipper ist da vorne, ne? Ich glaube, der Kipper ist da vorne.
den werden wir brauchen jetzt. Ja, hier ist die Kippwanne. Ja. Den werden wir jetzt brauchen. Auch den Wender brauchen wir jetzt gleich, beziehungsweise den Bührer. Den Bührer, den Deutz. Vom Bührer. Bührer wollte ich eigentlich gar nicht sagen, egal. Bührer wollte ich eigentlich gar nicht sagen, egal. Denn wir können bald die Eier verkaufen, Leute. Die Eier können wir bald verkaufen, ne? Es gibt verdammt viel Geld. Es läuft. Es läuft richtig, richtig geil. Das läuft doch richtig, richtig geil, Leute. So. Ich bin ja mal überlegen. Sollen wir es so machen oder sollen wir es so machen? Haben wir eigentlich noch eine Mission? Zwei Dinge Mission, ne? Ja. Werden wir ja noch machen wahrscheinlich. Mal gucken. Ich habe gerade keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier erstmal gucken, dass wir die Ernte rausbekommen. Oder Ernte fertig kriegen, ne? Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ja, mit dem Valtra, wie viel PS haben wir mit dem Valtra? Mit dem Valtra haben wir eigene Fahrzeuge. Danke sehr. 250 PS. Wir bräuchten für die Sachen 50 PS und einmal 5 und nee, und einmal 115 PS, ne? Wären wir von der Leistung eigentlich drüber, ne? Wären wir eigentlich von der Leistung her drüber, ne? Müssen wir mal gucken. Einmal abkoppeln bitte, der Hänger steht zumindest hier. Das heißt, wir können mit dem Drescher eben gleich abtanken fahren. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir versuchen das mal hier mit, ne? Versuchen wir mal hier mit, ne? Können wir, denke ich mal, auch hin. Schauen wir mal. Weil ich glaube, so viel Stroh brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben viel zu viel Strohdraht. Das jetzt zu Pellets verarbeiten mit der teuren Maschine macht keinen Sinn. Bin ich gerade mir am Überlegen, ne? Deswegen will ich mal schauen, ob das hier mit dem Valtra auch geht. Ich bin gerade total am Überlegen. Ja, wir kommen trotzdem voran irgendwie. Ich bin total gerade am Überlegen, Leute. Ihr merkt es, glaube ich. Ich glaube, das merkt ihr. Schauen wir mal. Ich habe den Eindruck, dass der Valtra gleich auseinanderbricht. Egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, ne? Ich bin mal gespannt, ob der Valtra das schafft. Wenn nicht, brauchen wir den Fendt doch noch. Helfer, sie hatten vollen Kontakt, okay. Alter Schwede. Er ist verdammt viel Gewicht, ne?
verdammt viel Gewicht, Leute. Drescher, Helfer raus, danke sehr. Einmal schnell abtanken, den Drescher neu starten hier. Kriegen wir hin. Kriegen relativ viel Weizen zusammen. Wie viel bringen jetzt gerade die Eier? Übrigens Kredit 0 Euro, ne? Die Eier, wie viel bringen gerade die Eier? Die Eier bei Frau Meier 4.700 Euro pro 1.000 Liter. Verdammt geil. Cool. Wie viele Eier sind zusammengekommen wieder? 1.500 Liter. Ach du Scheibenhonig. 87 Schweine können wir jetzt gleich verkaufen fahren. Im Prinzip können wir von mir aus da, wie viele Schweine können wir transportieren? Ich glaube 9 Schweine. 9 Schweine, glaube ich, ne? Eigene Fahrzeuge. Das ist, glaube ich, unter eigene Fahrzeuge haben wir das. Wir haben das, glaube ich, gekauft, ne? Ja. Schweine können wir 7 Stück transportieren. Verkaufen wir 7 Schweine. Sollte ausreichend passen. Sollte ausreichend passen, Leute. Schauen wir mal. Sollte passen. Einmal weiter dreschen. Danke sehr. Dann wollen wir mal gucken, wie der das schafft hier, der Waltra. Einmal aufklappen, bitte. Komm jetzt mal auf. So, einmal sinken. Und einschalten. Und dazu bitte, ja, ich bitte am Kipper hängen bleiben, danke sehr. Dazu bitte einmal noch die Beinpresse senken und einschalten, danke sehr. Sollten wir jetzt eigentlich hier auch gepresst kriegen, ne? Ja, funktioniert. Funktioniert sehr gut. Die Fahrt ist ein bisschen komisch, aber das kriegen wir sehr gut hin, Leute. Sogar ohne Probleme eigentlich, ne? Sogar im Prinzip ohne Probleme. Okay, bedeutet folgendes: Wir geben die Presse wieder zurück, gemietete Fahrzeuge, den Fan geben wir wieder zurück. Sorry, war jetzt eine Idee gewesen. Idee war nicht schlecht, aber kostet doch zu viel Geld. Die werden wir zurückgeben. Wir brauchen gar nicht so viel Stroh, ne? Wir haben genug Stroh da. So viel brauchen wir nicht. Den werden wir auch zurückgeben. Sorry, aber. Ja, erstmal gekauft, erstmal groß gelobt und dann wieder verkauft oder zurückgegeben. Ist halt so, ne? Pläne ändern sich auch mal und von daher schauen wir mal, ne? Kriegen wir aber trotzdem gut hin. Kriegen wir trotzdem relativ gut hin. Wie viel bringen jetzt die Eier? Wie sieht es aus mit der Weiterbearbeitung hier des Feldes? Müssen wir düngen, also das heißt, wir holen uns direkt die Düngesteuer runter. Müssen wir natürlich auffüllen. Oh. Ja, da warten wir am besten, oder? Warten wir am besten oder füllen wir auf? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht, Leute. Ich würde aber gerne auf jeden Fall noch was machen. Also Schafstall schaffen wir heute definitiv nicht mehr. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir haben jetzt schon nach 21 Uhr. Jetzt wird heute nichts mehr. Wenn 4 Uhr der Wecker klingt, nee. Heute wird das nichts mehr. Aber egal, ne?
Aber egal, kriegen wir schon irgendwie hin. Dafür, wir haben 5000 Euro jetzt knapp. Wir haben knapp 5000 Euro. Wir gehen mal am Hof gucken. Wie viel haben die Bäume wieder? Ich bin mal gespannt. Machen wir eine Taschenlampe an, damit wir ein bisschen was sehen. Wie viel haben die Bäume wieder an Obst? 76, ist nicht viel, ne? Ist nicht viel, 7%. Passen 1000 Liter dran, ne? Passen eigentlich 1000 Liter dran, ne? Folgendes. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir es am besten machen. Wir haben ein bisschen Zeit. Wir wollen uns jetzt eigentlich keinen Druck hier machen, ne? Wir haben ein bisschen Zeit hier. Das sieht soweit gut aus. Den können wir zusammenklappen und wieder zurück zum Hof bringen. Das ist nicht verkehrt. Also genug Heu haben wir. Da brauchen wir uns die nächsten 5 Jahre keine Sorgen mehr machen drum. Gehe ich mal von aus. Ne? Da gehe ich mal von aus, Leute. So, bezüglich des weiteren Vorgehens. Helfer hat ein Fass vollen Kontakt. Ja, ich weiß es. Ich habe mir das fast gedacht, Leute. Wenn wir den Düngestreu mitnehmen, ne? Für die hat die Arbeit davor gespendet. Okay. Komm, dann würde ich sagen, wir haben die letzten Folgen ein bisschen länger gemacht. Machen wir heute die Folge ein bisschen kürzer im Gegensatz dazu. Ich sag erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sorry, ich bin ins Mikro gekommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag einmal bis dahin natürlich Servus und Tschüss.